Peggy 18. Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play God of War. Wir sind hier stehen geblieben an diesem See. Wir sind eigentlich schon länger an diesem See, muss man schon sagen. Gut, wir haben ja einmal eine Nebenquest gemacht. Die hat ja auch noch ein, zwei Parts gedauert. Oder waren es sogar drei? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich sehe es, wenn ich es dann bearbeitet habe. Hier ist das Ende. Können wir reinblasen? Ohne die Folgen zu kennen? Sonst probieren wir auch alle Knöpfe und Hebel aus, die wir sehen. Die Folgen davon können wir absehen. Nein, das hier ist etwas anderes. Wir müssen deine Instinkte schärfen. Ich wusste es. Wir blasen in das Horn. Nein, wir testen deine Entschlossenheit. Entschlossenheit? Die habe ich. Das ist ein komplettes Horn. Das ist aber echt gut gemacht hier. Geht rundherum. Das ist ein Schlangenhorn. Ich tu's nicht, wenn du's nicht tust. Ich tu's nicht, wenn du's nicht tust. Okay. Weiter sagen die nicht mehr? Ich tu's nicht, wenn du's nicht tust. Ah, schade. Ich würd's gerne mal probieren. Okay. Man kann hier Möwen töten. Tut mir leid. Ich wollte es nur mal probiert haben. Ich finde das Interessante eher immer die Spielmechanik dahinter. Also ob man manche Dinge tun kann und manche nicht. Ich würde natürlich nie eine Axt gegen eine Möwe werfen in Real. Es ist ein Spiel, liebe Leute. Nehmt mich auch nicht zu ernst, was ich hier alles mache. Ich meine, ich mache hier auch alles kaputt, nur damit ich Axt selber bekomme. Fortgeschrittener Kampf. Ach so. Arthreus. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Fühlt sich nun sicherer im Kampf und unterstützt Kratos, indem er Gegner physischen Angriff angreift. Ach so. Wenn sie ihm ein bietet, diese Fähigkeit können im Fähigkeitenmenü verbessert werden. Ja, ich habe ja da auch schon mal was angefangen und habe mich immer gefragt, wieso das eigentlich gar nie macht. Die explodieren. Mit etwas Glück kommen wir durch den Turm hindurch zum Berg. Bereit. Also ich frage mich übrigens immer noch, was... Die Hexe hatte uns ja mal gemacht. Gut, das sieht man nicht mal. Was wir da... Wie soll ich sagen? Verbirgt. Sie hat ja gesagt, verbergen von den Leuten, die uns verfolgen. Sind das die Götter sozusagen? Ich finde das eh immer ein Witz. Wieso werden in Kulturen immer... viele als Götter angeschaut. Dabei, für mich ist ein Gott, also erstens mal nicht nur unsterblich, sondern vieles, vieles mehr. Gütig, barmherzig, liebevoll und, naja, der würde nicht alles zerstören wollen, sagen wir es mal so. Also mal einfach auszudrücken, um eben vieles, vieles mehr. Und, ja. Ein Buchstabe hier und da, aber wir brauchen den Rest der Sprachscheibe. Ja, die finden wir leider nicht mehr. Ah, jetzt können wir auch runter hier. Um die Abkürzung zum Beispiel zu schaffen. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwas von den zwei Dingern, wo wir brauchen. Vielleicht brauchen wir die sogar wirklich. Um weiterzukommen. Also, man weiß es nicht. Wachturm? Wo siehst du hier einen Turm? Also, wir haben ja schon mal herausgefunden, sobald diese Dinger explodieren, können wir hier was machen. So, da waren wir ja schon, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, da waren wir schon. Aber da konnte ich nicht wirklich mehr viel machen. Weil wir hier mehr oder weniger alles geholt haben. Danach ganz oben sind wir hoffentlich gegangen. Wir schauen es mal kurz an.
Also, Truhe ist geöffnet. Da oben waren wir wahrscheinlich schon. Nee, da kamen wir nicht hoch. Da oben, siehst du? Ja, ich habe ja dieses Ding, glaube ich, schon. Ich sehe ja das Hacksilber hier oben. Aber das kriege ich nicht, wollte ich sagen. Was war denn das? Ah, ja, ja. Das haben wir ja schon gemacht. Da haben wir zum Beispiel... Aber war hier nicht auch noch so ein Ding? Aber wir kommen hier jedenfalls nicht hoch, weil wir das von der anderen Seite machen hätten müssen. Ah, okay. Wir wahrscheinlich, wenn wir beim Tor, also bei ein bisschen Tor durch sind, können wir dann da eine Abkürzung schaffen. Wir haben ja jedenfalls hier schon mal eine. Das sieht aber so aus, als hätte hier gerade was geleuchtet, aber ja, egal. Wie schnell der Junge immer wieder bei uns ist. Wie gesagt, wir untersuchen alles Mögliche, also wer mich nicht kennt oder wer findet so machst doch hier viel zu lange, das soll man so und so. Ich habe das Spiel noch nie durchgespielt, ich habe das Spiel erst seit kurzem. Ich kenne das Spiel von dem her zu wenig. Okay. Wir gehen einfach mal kurz runter. Vielleicht wird uns dann dieses Ding aktualisiert. Wenn nicht, dann ist es eigentlich auch egal. Ah, hier liegt sogar noch was. Noch mehr Hacksilber. Ah ja, wir schauen mal in den Fähigkeiten-Ding hinein, um zu sehen, was ich denn aufrüsten kann. Vielleicht kann ich... Oh. Das war ja, das hier. Der Junge hatte nämlich andere Angriffe. Also. Das eine haben wir ja schon gekauft. Der Art Toys, ein Gegner wirkt, kann. Okay. Das war ein Schaden, Nahkampf. Erhöht die Feuerrate. Ja, die Feuerrate zu erhöhen ist sicher keine schlechte Entscheidung. Ups. So. Was können wir denn machen? Also. Diese Fähigkeit, blablabla. Ich verstehe manchmal nicht, erfordert so und so viel Abklingzeit, aber wir können es schon kaufen. Hier zum Beispiel auch. Verursache während dieses Angriffes zusätzlichen Frostschaden. Jo, mit R1. Okay, eine Kombination aus R1 und... Ach, das habe ich schon gekauft, gut. Aber da steht auch, erfordert Runenkraft. Halten Sie bei L nach vorne und schnelle Angriffe zu machen. Das klingt eigentlich auch gut. Führen Sie Angriffe schneller nacheinander aus, ohne Schaden zu nehmen und um die Levitan-Axt aufzuladen. Bei jedem Treffer wird Frostschaden verursacht. Okay. Okay, R1 mit dem Sprungangriff. Okay. Erfordert Vitalität. Das heißt wahrscheinlich, dass wir es einfach nicht machen können. Wir können es kaufen, aber wir bräuchten jetzt 125 Vitalität. Ich weiß immer noch nicht, was Vitalität genau ist. Ich habe es auch nicht nachgelesen. Okay, anscheinend können wir trotzdem weiter, ohne dass wir das Zeug brauchen. Schade eigentlich, aber ja, was soll's. Die werden verschlungen von dem. Ich finde eher schwer, dass die explodieren. Ich finde eher interessant, dass der andere natürlich durch das Ding durch ist. Ah, ich dachte schon, dass wir das kaputt machen können. Das finde ich dann eher sonderlich hier. Okay. Das kannst du lesen, oder? Sollten wirklich mit einer Chiffre wiederkommen.
Okay, ich habe halt nicht alle gefunden. Ich kann sie nicht lesen. Ja, aber das hier, Junge. Sieh mal hier, noch eins. Sieh mal, das ist die Weltenschlange. Ja, das sollte wir. Sie ist größer als ich dachte. Da, sie hat Thor gebissen. Oder wird ihn beißen, offenbar. Das soll Thor sein hier? Sieht doch nicht nach Thor aus. Thor ist doch nicht weiblich, oder? Die Riesen. Die Riesen haben Schreine hinterlassen. Okay, das wissen wir ja schon. Gut. Wir kommen hier echt nicht weiter. Ohne dieses Schriftgier oder wie auch immer man das nennt. Was ist das? Ich hab keine. Furchtbar. Yo, Junge. Okay, wir können weiter. Interessant. Ich dachte, jetzt können wir eben nicht weiter, wenn wir es nicht chiffrieren können, also nicht entziffern können, um es einfach mal zu sagen. Geht es hier nicht hoch? Was? Oh. Was denn? Der Junge wäre eigentlich schon tot, weil er ja vorhin auch ins Gift hineingegangen ist. Okay, da können wir hochklettern. Irgendwie manche Dinge, naja. Okay, da können wir aber mit dem Jungen hochklettern. Okay. Das könnte er eventuell entziffern. Dem macht das Gift halt nichts aus. Ach, ich friere das auch ein. Ja, gut. Oh. Also. Junge. Ja. Warte einfach im Gift. So. Habe ich schon gesagt, dass ich Rätsel ins Spiel mag? Übrigens etwas, was ich noch sagen wollte. Und zwar gibt es die eine Sache, wenn ich unterschiedliche Spiele anschaue, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß auch nicht, gutes Beispiel, Skylanders anschaue, was ich auch getan habe am besten, dann habe ich Bock auf Skylander. Ne? Also es ist immer so, ich darf eigentlich nicht andere Spiele anschauen, wenn ich ein Let's Play mache, weil ich dann einfach Bock auf andere Spiele habe und dann am liebsten die Spiele spielen würde. So, ich will mal kurz schauen, ob ich da etwas machen kann. Okay, nicht. Das ist so ein bisschen das Problem, ne? Während Let's Play darf ich nicht was anderes anschauen. Jetzt kriege ich einfach Bock auf andere Spiele. So, was kriegen wir denn wieder? Bald können wir die Runen auf Muspelheim übersetzen. Ah. Also hätten wir doch gar nicht diese Runendinger gefunden. Okay, das kann ich noch nicht. Ich glaube, das hat mit dem da hinten was zu tun übrigens. Wie das auch schön eingefroren ist. Aber da hoch. Da könnten wir mal hoch. Was waren das für Dinger? Die rochen furchtbar. Deine Mutter nannte sie Hohnstangen. Giftmagie. Sie hat mir gezeigt, wie man sie deaktivieren kann. Hm. Was? Es ist lustig, mir vorzustellen, wie sie dir was beibringt. Ja. Es ist lustig, wie sie dir was beibringt, ja. Natürlich. Man bringt sich immer gegenseitig irgendwas bei, ne? Also, es geht ohne Probleme. So. Willst du sagen, da komme ich einfach wieder zurück? Oder ist das alles? Okay. Dann wollte ich einfach mal den Weg ausprobieren und dann, ist ganz einfach. Diese Musik. Kommt die hier jetzt wieder her?
Und rennen! Wie gesagt, ich kenne die Vorgänger von dem Spiel nicht. Es kommt ja übrigens bald auch der nächste Teil. Ob ich den dann irgendwie jemals spielen werde? Keine Ahnung. Kann gut sein. So. Oh, das sind wir dann durch. Ja. Gut. Wow. Wirklich neblig hier. Es geht. Noch ein Zwerg. Sollen wir... Nein. Er ist unbedeutend. Ach, Entschuldigung, aber woher hast du diese Axt? Das geht nur mich etwas an. Und das bezweifle ich gar nicht. Die Klinge kenne ich. Das ist eine von uns, aber die war nicht für dich gemacht, weißt du? Geh zur Seite. Ich kann nicht. Die Frau, für die wir sie gemacht haben, ich war... Naja, ich mag sie sehr und es würde mir etwas missfallen, wenn sich herausstellt, dass... du ihr was angetan hast. Sie gehörte meiner Mutter. Sie gab sie Vater vor ihrem Tod. Faye ist tot? Das tut mir sehr, sehr leid. Eine starke Kriegerin und eine gute Frau. Na gut. Ich verbessere diese Axt. Aber niemand hat darum gebeten. Ja, stimmt. Aber deine Mutter, sie hätte darauf bestanden, dass ich diesen Akt des Vandalismus behebe, den sie erlitten hat durch meinen Bruder. Ich wusste es. Du bist Brocks Bruder. Die andere Hälfte des Zeichens. Der Blaue ist dein Bruder. Ja, doch ich bin wesentlich talentierter. Das stimmt. Schwör's bei Freya. Mach seine Arbeit nicht zunichte. Verbessere sie einfach nur. Ja, aber kannst du sie bitte da drüben hinlegen? Der Griff ist... Nein. Schmutzig. Na gut, dann... Ich werde... Ich werde... Oh. 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 Ist das Blut? Oh. Woran arbeitest du? Oh, das. Ich nenne es den Himmelsträger. Dort auf dem Berg wartet ein Schatz mit seltenen Ressourcen. Wenn ich ihn abbaue... muss ich alles nach unten bringen. Wie reparierst du ihn? Ich habe keinen Schimmer. Der Typ hat einfach Angst vor Blut. Ja gut, ich verstehe es. Er wollte nicht blutige Hände haben. Aber er hat ja Handschuhe und so. Kann's ja ohne Probleme waschen. Aber wie er so... sich so... Wir wollen feinden, aber so voll wegstellen. Er hätte ja eh verloren gegen Kratos und ich glaube nicht, dass Kratos gegen ihn gekämpft hätte. So. Ach, Ablenkung kommt gerade recht. Was? Auferstehungssteine sind jetzt im Laden verfügbar? Ich finde halt lustig. Auferstehungssteine. Zauber? Auferstehungssteine? Was sind das? Es gibt verschiedene Auferstehungssterne, aber Altois kann jeweils nur einen tragen. Ach, das ist als Bogen gedacht. Um einen anderen Auferstehungsstern zu kaufen, müssen Sie zuerst den Ausrüstungsgegenstand entfernen. Verwenden Sie im Kampf oder verkaufen Sie ihn in einem Laden. Okay, was haben wir denn? Ein magischen Stein, der Kratos mit einer kleinen Menge an Gesundheit wiederbelebt. Drücke, ja, wenn Kratos stirbt, damit Atreus ihn wiederbelebt. Das Leben holen
Er kann jeweils nur eine Auferstehungsstein tragen. Ich hoffe zwar nicht, dass ich jemals sterbe, aber wir machen das einfach mal. Ein magischer Stein, der Kratos, ja, okay. Dass das zweimal angezeigt werden muss, ist jetzt auch wieder. Ein erworbener Auferstehungsstein wird hier angezeigt. Ah, unter den Pfeilen, okay. Die Frage ist natürlich, ob der direkt ausgerüstet ist. So, Axt. Sehe ich das richtig? Er kann es verbessern, ja. Also die Abwehr und die Stärke können wir um 2 erhöhen. Dann machen wir doch das mal. In die Finger bekommen, aber falls doch, sag ihm, er soll seinen Stahl länger härten, sonst verzieht sich die Schneide. Tja. Aber dass er jetzt hier ein Zwerg sein soll, ja. Liebe Leute, nicht vergessen, lieber Hände waschen. Also jetzt in Corona-Zeiten. Aber meine lieben Leute, ich würde sagen, an der Stelle hier, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich habe nicht erwartet, dass wir noch einen Zwerg treffen und das sieht eben meiner Meinung nach nicht nach einem aus, aber egal. Wobei, Zwerg kann man ja jetzt auch nicht sagen. Ich meine, was sind wir vielleicht? Also wenn das ein Zwerg sein soll, dann ist Kratos auch nicht groß. Und ich glaube eher, dass Kratos groß ist, ne? Also von dem her. Liebe Leute, jedenfalls danke fürs Anschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play God of War. Tschüss. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Finde nach Hause. Du bist frei. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Zwei, letzter Wunsch. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Die Axt, die du da hast, du musst sie gut behandeln. Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen. Du machst es nur schlimmer, je länger du ihm die Wahrheit verschweigst. Er wird dir grollen und du verlierst ihn für immer.